Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sicher einen Klettersitz für Ihre Jagd benutzen. Wählen Sie zunächst einen passenden Baum aus. Dieser sollte gesund und möglichst gerade gewachsen sein. Wichtig: Der Baum sollte eine grobe Rinde aufweisen. Baumarten wie Eiche, Kiefer, Douglasie, Erle oder Lärche sind perfekt geeignet. Montieren Sie anschließend den Sitz am Baum. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Stahlseile nicht verletzen können. Der Sitz wird leicht schräg montiert, da sich der Baum nach oben hin in der Regel verjüngt. Auf Sitzhöhe sollten beide Teile in etwa gerade zueinander stehen. Nun kommt der wichtigste Schritt, das Montieren der Sicherungen. Achten Sie darauf, dass das Material unbeschädigt ist. Zunächst verbindet der Expander-Sitz Ober- und Unterteil. Anschließend verbinden die Spanngurte beide Sitzteile. Nach etwas Erfahrung beim Klettern mit dem Klettersitz können Sie diese noch individuell einkürzen. Montieren Sie jetzt das Sicherungsseil am Baum. Der Verschluss des Karabiners sollte dabei immer nach oben zeigen. Legen Sie dann das Abseilgerät an und überprüfen seine Funktionen. Wenn das Seil fest ist, die Paniksicherung funktioniert und sich das Seil lösen lässt, haben Sie alles richtig gemacht. Ihre Jagdausrüstung wird in den Karabiner eingehängt, welcher zunächst am Boden verbleibt. Erst wenn der Sitz fertig montiert und gesichert ist, ziehen Sie die Jagdausrüstung nach. Eine kurze Nachricht an Ihre Jagdkollegen, wo und wie lange Sie sitzen möchten, hilft enorm, falls Sie einmal Probleme auf dem Sitz bekommen sollten und auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Nun besteigen Sie den Klettersitz, hängen das Abseilgerät ein und beginnen mit dem Aufstieg. Für den Aufstieg heben Sie abwechselnd Ober- und Unterseite des Sitzes an und verschieben ihn auf den Baumstamm. Fixieren Sie das Seil mittels des Karabiners am Baum. Dabei achten Sie darauf, nicht zu viel Schlagseil entstehen zu lassen und darauf, mit dem Fixierseil des Sitzes niemals das Kletterseil einzuklemmen. Mit ein wenig Übung erreichen Sie nicht nur leise, sondern auch innerhalb kürzester Zeit Ihre Jagdposition. Ist die Position erreicht, aus der Sie jagen möchten, wird der Sitz mit ein wenig Druck noch einmal am Baumstamm fixiert und die Spanngurte werden festgezogen. Diese sorgen für eine hohe Seitenstabilität des Sitzes. Fixieren Sie jetzt das Sitzoberteil mittels eines Ratschengurtes fest am Baum. Wenn der Sitz fest montiert und Sicherheit gegeben ist, ziehen Sie die Jagdausrüstung hoch. Laden Sie die Waffe. Die Jagd kann beginnen. Angelehnt an den Baum lässt es sich für einige Stunden sehr bequem stehen. Zudem sind Sie immer in einer komfortablen Ausgangsposition, um schnell in den Anschlag zu kommen. Bei längeren Ansitzen empfehlen wir jedoch, das mitgelieferte Sitzpolster zu verwenden. Ist die Jagd beendet, lassen Sie die Ausrüstung wieder am Sicherungsseil ab. Entfernen Sie den Ratschengurt und lockern Sie die Spanngurte. Jetzt können Sie mit dem Abstieg beginnen. Für
Für eine individuelle Beratung melden Sie sich gerne bei uns. Viel Weidmannsheil wünscht Ihr Team von grube.de.